Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Vergleich des YouTube Creation Kit, sag ich mal, also wo man seine Videos hochlädt und bearbeitet. Und ich zeige euch mal so den Unterschied zwischen der alten und der neuen Version. Ihr könnt euch ja selbst euer Urteil bilden, ne? Aber mein Urteil steht fest. Vielleicht könnt ihr die ein oder andere Sache widerlegen, die ich sage. Ne? Kann natürlich sein. Dann lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich finde das alte Design sehr schön. Warum? Weil ich alles hier auf einen Blick habe. Ich habe meine Videos, die ich bearbeiten kann, wie ich will. Ich habe hier alles, was ich brauche. Playlist, Dashboard, zurück zu YouTube. Ich kann meine Videos hier suchen, zum Beispiel Viking. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, irgendein Video suchen, wenn ich damit fertig bin hier oder was auch immer, auf ganz normal YouTube. Ich habe hier oben meine Benachrichtigung, wo ich dann auch eine Nachricht von euch lesen kann und die dann auch hier drin angezeigt ist, wenn ich eine neue Nachricht habe. Ich kann hier meine Videos hochladen. Also, ich habe alles hier, was ich zu meinem Glück brauche. Mehr geht nicht, ne? So, switchen wir mal um. Zack. So, jetzt sind wir im neuen Design, ne? Okay, wir schließen das da oben, brauchen wir jetzt nicht. Stört nur. Ich habe hier, und das ist schön, finde ich, die letzten Videos und da steht dann auch dort, wie viel Views die haben und Bewertungen und so weiter. So, damit sind die ganzen Vorteile des neuen praktisch des neuen Designs auch schon dahin. Erstens, ich sehe, wo ich davor hier den ganzen Überblick hatte, sehe ich meine alten, also praktisch die, die ich hochgeladen habe, die sehe ich im Grunde mehr oder weniger nicht. Es ist für mich eigentlich wichtiger zu sehen, welche Videos ich hochgeladen habe nacheinander, als die, die ich veröffentlicht habe. Okay, aber darüber kann ich echt hinwegsehen. Also das ist in Ordnung, ne? Kein Problem eigentlich mit. Was mir aber sauer aufstößt, ist, erstens, ich habe da oben schon nicht mehr die Glocke. Ich kann also eure Benachrichtigungen hier nicht aufrufen. Also, ich habe keine Chance, hier mit euren Benachrichtigungen umzugehen. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, wenn ich hier mit dem Hochladen-Tool hier, ne, ich kann ja hier das Video hochladen, wenn ich hier ein Video hochlade und es lädt und mein Internet ist nun mal nicht das Beste, ne, um ehrlich zu sein, ist mein Internet der letzte Müll. Und es kann dann durchaus sein, bei so einem Skyrim-Video, dass das 2 Stunden hochlädt. So, und es kann auch durchaus sein, das passiert auch öfter, dass es nach einer Stunde abbricht, aus irgendeinem blödsinnigen Grund, weil mein Internet einfach nicht stabil ist. Ne? Oder weil, keine Ahnung, fällt raus oder ist, wie es ist. Auf alle Fälle, danach fängt hier im neuen Design das Video wieder neu an. Von vorne an, also brauche ich wieder 2 Stunden. Während im alten Design geht es an der Stelle weiter, an der es abgebrochen ist. Super, ne? Ein klitzekleiner Traum. Genau. So, dann hier, wenn ich jetzt hier auf meinem Kanal was suche, muss ich hier oben rein, ne? Ich habe aber keinerlei Möglichkeit mehr. Ich müsste da, muss erst wieder das umständlich machen und muss zu Video, muss hin zu irgendwie zum YouTube-Studio. Und ich kann nicht wie hier oben in die Suchleiste was eingeben
und kann dann jo, einfach das Ganze dann die normalen Videos suchen. Ne? Das geht auch nicht mehr. Insgesamt muss ich sagen, man muss auch, man muss irgendwie alles irgendwie doppelt und dreifach anklicken. Na, hier ist meine Playlist, lädt jetzt zum Beispiel hoch. Ewig lange natürlich. Ganz klar. Ja, gut, das geht aber. Das ist beim anderen genauso. Ne? Also da will ich mal nichts sagen. Also ist in Ordnung. Da brauche ich nichts zu sagen. Aber was ich außerdem noch, was ich genauso, wenn ich beim alten was hochgeladen habe, ne? Also ich nehme hier hochladen und dann. Ich gehe mal mit der klassischen Funktion, weil er mich sofort wieder in die neue Funktion. Dann lade ich das einfach hier hoch, das Video, was ich brauche. Ne? Ich nehme zum Beispiel den Kaschid-Mönch und dann wird er hochgeladen. Ne? Kein Problem. So. Wenn ich das mit dem neuen Video mache, das ist ein Klick. Ne? So, wenn ich das jetzt hier mache, so, dann, wir nehmen mal das hier, ist ja egal. Ne? Wir nehmen mal jetzt den hier. So. So, passt auf, jetzt. Jetzt geht er erstmal hier rein. So. Okay, jetzt muss ich hier machen. Okay, jetzt muss ich weiter drücken. So, jetzt komme ich zum nächsten Schritt. So, blablabla. Jetzt muss ich schon wieder was machen. Jetzt muss ich wieder was machen. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie man eine einfache. Halt, ich will das nicht hochladen. Wie man eine einfache. Ein einfaches Design, ein einfacher, dass man überall reinkommt, ne? Wie man so was Einfaches dann so versaubeuteln kann und so kompliziert macht und in 5000 Untermenüs reinmacht. Das ist mir einfach, ich weiß nicht, das ist mir zu hoch. Wie man gutes Design immer mehr verschlimmert. Aber okay, ist meine Meinung. Vielleicht, ich meine, es steht ja dort, dass die meisten Nutzer hier sehr, sehr positive Reviews dazu oder sehr positive Meinungen dazu haben. Also ich finde es eine Verschlimmbesserung. Ne? Aber nur meine Meinung. Ja, das war's von meiner Seite.